Herzlich willkommen zu meiner Folge hier im Marsch. Wir fahren unsere Seemaschine von Fett und Eis zurück. Da haben wir sauber gearbeitet. Brauchen wir nicht nacharbeiten. Der erste Traktor für die Abfahrer für die Ernte, falls es trocken wird. Aber der Mais sieht schlecht aus. Morgen nochmal richtig reif wird. Ja, gut. Das wäre Verlust, ne? Aber gut. Zur Not häckseln. Wenn nicht anders geht. Ja, die Graswiese schon gewachsen auf Fettnäuzen. Und im Frühjahr entsprechend hier einmal Silageballen machen, einmal Heuballen, sicherlich. Ja, weiter. Den brauchen wir jetzt nicht waschen, den brauchen wir so mal. Stellen wir jetzt mal runter. Oder links, wo sie hingehören. Ne? Da brauchen wir garantiert nochmal für die Hopfenfelder und Maisfelder. So, den stellen wir gleich mal am ersten Anhänger hin. Ne? Als Fett Nummer 1. Nur falls wir den groß benehmen, ne? Das ist die Lage drin, ne? Das ist ungünstig, das ist ein Vorhauskippen. Gut, wir leer. Jetzt können wir da entsprechend umstellen zum Feld 1. So, mal schauen, durchhalten. Das ist Dünger. Der nächste Fahrer, Abfahrer, fahren wir gleich Richtung Hof. Waschen und nicht Ballenpresse wegrollen. Das ist ja nur eine Neuhornland, eine einfache ohne Silage. Die arbeitet relativ schnell, weil Wickel muss man ja nicht haben. Ne? Das ist ein Aufwand, ein Luxus in dem Augenblick. Wird zwar nur nicht genutzt, aber ich finde die Arbeit schneller als die anderen beiden Maschinen. Also vom Pool oder vom Glas. Also die beiden habe ich ja noch. Mal gehabt, mehr weniger. Also heute ist der Freitag, ich habe mich richtig getäuscht. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Wenn es so weit ist, ne? Aktuell ist jetzt Samstag. Ich produziere ein bisschen vor, eine freie Woche ungefähr. Hatte früher einen anderen Rhythmus gehabt. Irgendwann habe ich mir gedacht, Mensch, mach doch mal einen Livestream. Mal probieren. Das mache ich jetzt jeden Freitag. Deswegen kann ich die Tourenkarte auch nur bis Freitag als Folge machen und dann als muss ich halt die Nacht auch zwei Folgen machen, damit ich am Wochenende in aller Ruhe Touren angebracht habe. So machbar es geht. Also 2,5 Stunden für LS und 2,5 Stunden für Steffen Nisoli. Hat er diesmal richtig gut geklappt sogar. Also ich hatte keine Fehlermeldung gehabt. Ich glaube, Aussage von meinen Zuschauern war der Ton auch okay. Ich selber nur auch ein bisschen prüfe, aber die hundertprozentige Einstellung kann ich eben anders von außen machen. Ne? Nicht verkaufen. Das ist auch ein Traktor für
Obwohl er 10 Flash weniger, den nehmen wir eher nicht. Schauen wir, was wir den anderen nehmen. Den zweiten. Mal. Wir sehen, dass wir zwei Felder machen. Wir müssen noch ein Maisgebiss kaufen. Zweites. Nee, verkaufen wollte ich noch. Wollt ihr die Folge? Ja, ja. Da wird die Mega. Mein Papa kriegt mir sauber, das ist gut. Geht mir egal. So, der kann wegstellen. Also bei 6% brauchen wir nicht reparieren. Packt das mal repariert. Gut. So, du kommst dann zu den Ballenpressen. Das ist rechts. Und da fange ich mal an. Ist das auch eine Ballenpresse? Nö. Ach, die kommen da vorne in der Halle rein. Ich muss ein bisschen Ordnung angewöhnen. Und am besten so ein Foto machen, wo man das hinstellen kann. Ne? Weiß ich, ob sowas gehen würde. Also eine Fläche macht, wo man raufsteigt, dann über Tasten. Fahrzeuge als Foto dahin fahren können. Ich weiß nicht, ob es geht. Ist vor allem dann interessant, wenn mehrere Fotos eine gewisse Ordnung vorhanden sein sollte, damit jeder nicht lange suchen muss. Wenn hier zum Beispiel die Ballenpresse steht, dann so wie die Schweine beim Schlachter. Ne? Muss ja nicht im Wald was tun sollen, kann auch ein anderer sein, das ist da Runde egal, ne? Wir stellen mal hier mal rein. Du bleibst meine Reserve. Du bist ein bisschen weniger schwächer an der Leistung her. Meinen Blick, der durch den wegen der Ernte schon 7 Tage alt, also in Game, Wahnsinn. Nicht schlecht. Das früher so nicht geschafft. Ich habe früher meistens die Karten angespielt und dann wurde neue genommen. Im Grunde sind so viele Karten, die man spielen könnte und möchte, aber zeitlich ist es nicht machbar. So, und wenn wir reinfahren zu den Ballenpressen, dann können wir einen Traktor nehmen, einen Anhänger und den anstrengend in die Erde lassen. Die anderen Ballenpresse können wir auch mal bei Gelegenheit wegfahren, aber das können wir auch im Winter machen. Oder wenn wir lange weiter haben. Wir sollen Dings kaufen. Ja. Zwei. Erden, Hopfen, Maisgebiss.
Wir sollen den Ton weg. Kurz weg, ne? So, nächster Anhänger ran und dann. Dann brauchen wir ein Meisterbiss in den Glas. Und einen für unseren Case. Ein Case. Hat ja einen schon. Dann gucken wir noch tot hin, ne? Die 50.000 Dollar rausschmeißen, ne? Kommt auf Feld Nummer. Lass mal was fahren, ne? Also 17, 18. So. Halb Null, glaube ich, gewesen. Jo. Und zwar. Du gehst auf. Mit 17 fangen wir mal an. Da fahren wir zur Straße und dann können wir ihn wieder entsprechend einstellen. Kann aber hin, kann warten. Das kleine Feld müsste einer eigentlich reichen normalerweise. Gut, gut. So, dann brauchen wir Maisgebiss einmal für den Käse und ein Glas. Gucken wir gleich nach. Maispflücke. Für Glas haben wir 1 Käse haben wir sowas in dem Sinne gar nicht, nur ein Capello. Capello 2 Meter 9. Dann nehmen wir zwar Capello. Das Rohr ist ja lang genug. Wir probieren das mal, ne? Das kostet wie viel? 1 Das sieht nicht nach Einklappen aus. Aber vielleicht kommen wir so gut hin. Und dann brauchen wir Geld. Bisschen Geld und Leihen. Zurück und zum Glas nehmen wir ein Capello. 12 Meter. Das ist auch nur 9. Das kann man zusammenklappen, das ist gut. Farbe kann man auch ändern, das passt ja eh. Vielleicht kaufen wir noch einen anderen ab, zurück. So. Da komme ich hier nicht rein. Entschuldigung, Katzenhals. So. Jetzt haben wir nochmal Folge 5 und schon hängen. So, nur einmal Biss und Glas. Der könnte ja Mais machen, ne? Zu wettisch. Oder Hopfen. 17, 18. Oder hier Tabak. Das ist nicht schön. Das schaffen wir hier noch vor. Machen wir die Folge mal fertig. So, ja, krass, also, zu viel gesprochen.
wird dann gleich hier vorne dicks ernten. Brauchen wir nicht weit fahren. Na, kommen wir da durch. So, runtergehen. Werbetafel ist ungünstig. Ne? Also, kann man das da hinstellen? So, da sind wir. Das schon geht. Bist du? Wir probieren. Ja, nun wir an hier. Zwei. Geht darum. Wie kalt aus, ne? Ja, ist ungünstig hier im Weg hier. Und ich brauche Tabak. Nur ein Rauchen. So, Zuschauer, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich sage mal tschüss und ciao, ciao. Ja, morgen geht's weiter. Nochmal schönen Dank fürs Reinschauen. Tschüss.